König Charles III. Und Let's Dance-Jurorin Mozzie Mabuse scheinen sich beim Staatsbankett auf Schloss Bellevue ganz hervorragend verstanden zu haben. Und schon vor seinem Deutschlandbesuch ist die Ex-Profi-Tänzerin dem Regenten sympathisch, denn da äußert der britische Monarch den ausdrücklichen Wunsch, Mozzie kennenzulernen. Der Grund? Die 42-Jährige gilt auch in Großbritannien als Star und ist seit 2019 in der britischen Version von Let's Dance zu sehen. Charles und Ehefrau Camilla gelten schon lange als heimliche Fans der Show. Wie mehrere Medien berichten, soll der britische TV-Sender BBC One vor der Krönung das TV-Format Sing for the King ausstrahlen. Worum es dabei geht, es soll als eine Art Mini-Casting-Show dienen, bei der ein Chor gesucht wird, der am 6. Mai zur Eröffnung der Krönungsfeierlichkeiten vor Charles singen darf. Eine große Ehre und ausgerechnet Mozzie Mabuse darf als Jurorin und Coach die besten Stimmen in der Show auswählen und ihnen somit die Möglichkeit geben, royale Luft zu schnuppern.